Mich würde vor allen Dingen interessieren, wie dir diese BDS-Strategien Künstlerinnen und Künstlern für sich und ihre Inhalte einzuspannen in deiner Arbeit begegnen. Die begegnen mir ganz konkret, indem ich der Festivalkurator oder künstlerische Berater vom Popkulturfestival in Berlin, den ich sehr gut kenne, schon seit 20 Jahren oder 24 Jahren, seit ich in der Musikbranche arbeite, der hat mich angerufen und hat gesagt, du hör zu, dein Künstler Richard Dawson hat auch einen Brief vom BDS bekommen und hat darauf hin das Festival gecancelt. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo der Auftritt bereits bestätigt war. Ja. Richard Dawson, einer meiner Künstler, ein toller Folk-Künstler aus dem Norden von England, auch gar nicht anders konnte, als einen bereits angekündigten Auftritt abzusagen. Das wiederum natürlich mit einem großen, da mussten dann Presseerklärungen verschickt werden, das hat einfach eine mediale Aufmerksamkeit. Und das ist genau die Strategie, die der BDS ansetzt, sich in Künstlern sehr, sehr weiche Ziele zu suchen, diese Ziele so unter Druck zu setzen, dass man nach einer bestätigten Show-Ankündigung, also nachdem ein Konzert angekündigt wurde, auf diese Künstler Einfluss nimmt und sagt, ihr könnt doch nicht auf einem Festival spielen, was von Israel unterstützt wird. Also von Israel unterstützt ist ein bisschen zu viel gesagt, denn wie gesagt, da ging es um Reisekosten dieses Jahr im Wert von 1200 Euro. Und dann den Künstler zu zwingen, eine öffentliche Stellung dazu zu beziehen und zu sagen, ja, möchte ich weitermachen, möchte dort trotzdem spielen, so wie das Nick Cave gemacht hat, der trotzdem nach Israel gegangen ist, um zu spielen. Oder eben, wie es Richard Dawson gemacht hat, zu sagen, das gefällt mir nicht, ich möchte nicht das unterstützen, was der BDS glaubt, dass das Festival Popkultur unterstützt, nämlich den Apartheidsstaat, den Israel aufrecht erhält und in dem es Palästinenser unterdrückt. Also die Kommunikation vom BDS zu den Künstlern ist ganz, ganz verkürzt, ist super schwarz-weiß, fragt relativ rhetorisch, so ihr könnt doch oder du Künstler kannst doch nicht wollen, dass dieser Unrechtsstaat Israel weiter die Palästinenser so behandelt, wie er sie behandelt. Dadurch reduziert er die Künstler auf Israel-Freunde oder Israel-Feinde. Und das ist eben, das ist meiner Meinung nach nichts, was man unkommentiert und unkritisch stehen lassen kann. Dummerweise ist es aber so, dass eben, also in dem konkreten Fall von Richard Dawson war es so, ich arbeite für Domino in Deutschland, ich kümmere mich um alle Belange des Labels hier in Deutschland. Natürlich ist die Kommunikation zwischen BDS und Richard Dawson in England passiert. In England ist es auch so, dass der BDS einfach durch solche Leute wie Roger Waters von Pink Floyd oder Brian Eno sehr, sehr prominente Fürsprecher hat. Und es scheint mir so zu sein, als ob es in England sozusagen schick oder cool ist, den BDS zu unterstützen, weil es eine große Gruppe von Künstlern gibt, die das tun. Und ich habe jetzt auch gerade nochmal in Vorbereitung zu dem Gespräch nochmal nachgelesen. Also das ist wirklich so, jeder Künstler, der sich dann zu diesem Boykott, also zum BDS-Aufruf bekennt, der wird dann zitiert in dem, dass er das tut. Also ich bin gerade auf der Seite vom BDS, die sich übrigens im Untertitel Freedom, Justice and Equality nennen, was ich echt ganz schön heftig finde. Und da steht dann sofort ein Update vom 25. Mai. Shopping, Richard Dawson und Gwenno kommen nicht zum Popkulturfestival. Das kommt dann gleich als ganz große Nachricht auf der Webseite. Also es ist, die möchten Aufmerksamkeit für ihre politische Agenda, die da heißt, Israel ist ein Apartheidstaat, er unterdrückt die Palästinenser und wir möchten gerne, dass das Rad der Zeit sozusagen wieder zurückgedreht wird auf vor 1948 und es Israel im Prinzip nicht gibt. Um es mal ganz genauso verkürzt zu sagen, wie der BDS es immer so verkürzt diesen komplexen Konflikt darstellt. Jetzt könnte man sagen, also aus meiner Sicht, ne, als ich bin jetzt kein Musiker, ich komme nicht aus Großbritannien oder irgendwo anders her. Könnte man sagen, ja gut, jetzt wollen die irgendwas von mir, aber mir doch egal, wer das ist, ne? Also jemand wie Nick Cave sagt das ja auch. Und der hat sicherlich vielleicht so aus seiner eigenen Sicht auch genügend Leute, die ihn mit oder ohne BDS gut finden. Was ist denn das für ein Druck der Künstlerinnen und Künstler, die jetzt nicht wie Roger Waters das sozusagen aus tiefster Inbrunst
Inbrunst machen, sondern sich so genau dieser Aktion eigentlich beugen. Warum machen die das? Warum sagen die nicht, lauft ab? Künstler haben keine Lust, öffentlich zur Schau gestellt zu werden, öffentlich mit einem Druck behaftet zu werden oder zu etwas gedrängt zu werden. Und das genau tut der BDS. Also sie lassen den Künstlern ja keine Chance. Sie müssen sich ja irgendwie verhalten. Sie müssen entweder dem Druck nachgeben oder sich dem Druck widersetzen. Nick Cave hatte das sehr gut in seiner Pressekonferenz, als er damals dann sein Tel Aviv-Konzert gegeben hat, dargestellt. Kein Künstler möchte gerne öffentlich gedemütigt werden. Was das ist, was der BDS durch Statements von seinen prominenten Supportern wie, keine Ahnung, Brian Eno oder Roger Waters oder Ken Loach, also, was der sich zunutze macht, ja. Statements von diesen Leuten, die dann öffentlich Künstler diskreditieren, die sich dem Druck von BDS widersetzen. Aber sie sind natürlich damit automatisch in der Falle, weil wenn sie sich dem Druck beugen, dann ist das ja auch ein politisches Statement, ob sie das jetzt möchten oder nicht. Der BDS, du hast es ja gerade zitiert, nimmt die ja quasi sofort für sich in Funktion. Genau, das ist eben genau die perfide Strategie. Der Engländer hat so ein Sprichwort, you can't win. Also man kann nicht gewinnen, wenn man mal in diesem Wirbel von BDS-Agitationen ist. Man muss sich verhalten. Man kann nicht sagen so, ich möchte darüber jetzt nicht nachdenken, ich möchte schlicht und ergreifend nur ein Konzert spielen auf einem Festival in Berlin. Ja, das geht dann halt nicht mehr. Das schlachtet der BDS so lange aus, bis der Druck so hoch ist, dass der Künstler ein Statement von sich geben muss. Und dann kann es nicht unpolitisch mehr sein. Also mein anderer Künstler, der auch eigentlich auf dem Popkulturfestival spielen konnte, der hat John Maus heißt, der und der ist aus Amerika und der ist noch nicht mal direkt angegangen worden vom BDS. Der hat gemerkt, da gibt's wieder eine Diskussion. In England wird wieder agitiert. Der BDS schreibt wieder böse Briefe und kommentiert das auf seiner Webseite und tut das kund und hat dann gesagt, nee, da möchte ich gar nicht erst auftreten mehr. Was eigentlich noch ein bisschen schlimmer ist, weil das ja dann noch nicht mal eine Reaktion auf einen direkten Druck ist, sondern ein indirekter Druck. Also da werden Fronten aufgemacht vom BDS zwischen Leuten, die sich an und für sich überhaupt nicht für Politik interessieren oder nicht mit der Frage auseinandersetzen, was ist richtig und was falsch in Palästina, sondern schlicht und ergreifend ein Konzert spielen wollen, für das sie Geld kriegen auf einem Festival in Berlin, also ihrem täglichen Gewerbe nachgehen, ihrer Kunst nachgehen, das machen, was sie normalerweise machen. Ja. Und der BDS geht da rein, setzt sie unter Druck, indem er ihnen eine Frage stellt, also nicht nur eine Frage stellt, indem er ihnen suggeriert, dass es schlecht wäre, wenn sie auf einem von Israel gesponserten Festival spielen, und setzt das gleich mit dem Support von diesem Künstler für Israels Politik, was ja auch totaler Quatsch ist. Ja. Es gibt doch keinen Zusammenhang zwischen dem, dass Richard Dawson in Berlin beim Popkulturfestival auftritt und dem, dass Palästinenser an der Grenze zu Ost-Jerusalem erschossen werden. Es gibt keinen Zusammenhang. Ja, zumal, sag ich mal, die Komplexität dieses Nahostkonfliktes ohnehin also nicht fassbar ist auf so eine Art und Weise. Was dem BDS ja auch klar ist, dem geht es ja tatsächlich um Schlagzeilen, und der Vorwurf des Antisemitismus ist einer, der denen gegenüber erhoben jetzt nicht überzogen scheint, wenn man sich den BDS in seiner Gesamtheit anguckt. Und das führt auch dazu, dass er so im deutschen Mainstream, in den Medien auch sehr kritisch wahrgenommen wird. Man erlebt es relativ selten, dass BDS-Aktionen hier in den Tageszeitungen oder so abgefeiert werden als eine positive Aktion, sondern es gibt immer eine klare Benennung von Antisemitismus in diesen Kampagnen. Und also muss ja Künstlerinnen und Künstlern auch gewahr sein, dass es in Deutschland sozusagen ein anderes Terrain ist, in dem ein Boykott von Israel immer auch heißt, kauf nicht bei Juden, sozusagen in der Gleichsetzung. Also dass wir hier das vorsichtig diskutieren und sensibel sind, hat ja die historische Komponente auch. Welche Rolle spielt denn das für euch als Labelbetreiber, Künstlerbetreiber,
Betreuung in so einer Auseinandersetzung? Das ist eben genau das Problem. Also ich arbeite ja eben für das englische Label hier in Deutschland. Ich wohne hier, ich nehme meine Umwelt wahr, ich lese Zeitungen, konsumiere Medien. Ich weiß, wie die Stimmungslage ist, gerade was Antisemitismus im Moment gerade hier in Deutschland, just auch in der Musikindustrie irgendwie im Moment gerade. Wir sagen bedeutet. Nur Echo, ne? Ja, Stichwort Echo, Stichwort der Vorfall am Helmholtzplatz, Stichwort sehr, sehr viele antisemitistische Vorgänge hier an Grundschulen und an weiterführenden Schulen, gerade in Berlin. Ich wohne hier mitten in Berlin. Das ist einfach ein hochexplosives Thema im Moment. Das können meine Engländer nicht wissen. Also meine Kollegen in England können das nicht wissen. Deswegen bin ich ja hier und berichte ihnen das. Und als es mit Richard Dawson war, habe ich halt auch direkt lange Mails geschrieben nach England und habe versucht, die Situation hier darzustellen, habe gesagt, so Leute, das kommt nicht, also nicht nur finde ich das sowieso nicht gut, ja, das kommt auch noch zur Unzeit und es wird auf jeden Fall sehr, sehr negative Rückschlüsse auf Richard Dawson zulassen, hier von der allgemeinen deutschen Öffentlichkeit, wenn er sich dem Druck der BDS beugt, denn anders als in England, wo ich vermute, das scheint mir so zu sein, dass der BDS eben einfach vielleicht durch seine prominenten Fürsprecher einfach so eine gewisse gesellschaftliche Zustimmung erfährt, ja, und wo auch das Thema Judenfeindlichkeit jetzt nicht so ausgeprägt ist und im Moment in der Musikbranche so krass debattiert wird, wie es hier in Deutschland ist, habe ich eben versucht, diese kulturelle Brücke zu schlagen und meinen Engländern zu erklären, wie das hier gerade, wie die Stimmungslage ist. Und das ist eben genau das, was immer so schwierig ist zwischen Kulturen. Und da sage ich eben, England und Deutschland sind unterschiedliche Kulturen. Und da eben zu vermitteln, das ist auch ein Stück weit die Aufgabe, die ich sehe als Stellvertreterin von Domino hier in Deutschland. Ich muss die Sensibilitäten und die Feinstofflichkeit von politischen Zusammenhängen wie diesen muss ich meinen englischen Kollegen zunächst mal verständlich machen. Und da ist es dann eben so, das hatte ich eben auch sehr ausführlich in dem Spex-Artikel berichtet, dass es dann sehr schwierig ist. Das ist ja so, ich sitze in Berlin in meinem Büro und ich bin in alle Kommunikationsabläufe natürlich vom Label eingebunden. Dann kommt diese Mail von der Produktmanagerin, die sich mit Richard Dawson betreut, die mir sagt, dass er vom BDS einen Brief bekommen hat und hier sei ein Statement von ihm und ich solle das doch mal bitte gegenlesen, ob ich das gut finde oder ob ich irgendwas dazu zu sagen hätte. Und dann gucke ich mir das Statement an, habe mir dann den Brief besorgt von den Festivalmachern vom Popkulturfestival, den Richard Dawson tatsächlich bekommen hat, habe mir das alles durchgelesen und habe gedacht, um Gottes Willen, was ist das denn jetzt? Und dann habe ich erstmal nach England zurückgeschrieben, so Leute, so einfach ist es nicht. Also es ist eine, der BDS verlangt von Richard Dawson eine ganz einfache Antwort auf einen hochkomplexen Konflikt, ja, der seit 70 Jahren schwelt. Das kann man nicht auf eine Ja-Nein-Antwort runterbrechen. Das zunächst mal. Aber es gibt hier auch gerade folgende Strömungen und Entwicklungen in Deutschland, habe ich das alles erklärt, in mehreren Mails. Und ich weiß natürlich nicht genau, wer hatte diese Mails weitergeleitet. Ist es mit der entsprechenden Sensibilität an das Management oder an den Künstler herangetragen worden? Und nachdem das Kind dann in den Brunnen gefallen war und Richard Dawson seine Absage öffentlich gemacht hat, habe ich dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal mit unserem Chef gesprochen, der zufällig gerade wegen einer anderen Band in Berlin weilte und habe ihm diese ganze Gemengelage mal erklärt. Und das ist eben das, was sich der BDS zunutze macht, was eben meistens nicht passiert. Es gibt eben meistens nicht Übersetzungen, vernünftige kulturelle Übersetzungen von was ist hier gerade in Deutschland los, was ist in England los, warum ist hat der BDS prominente Anhänger in England, aber nicht in Deutschland. In Deutschland sind irgendwie der Großteil der Leute ist sehr kritisch dem BDS gegenüber eingestellt, was man von England eben nicht behaupten kann. Und das hängt damit zusammen, dass es da an Kommunikation fehlt. Ja. Und der BDS macht sich das zunutze. Es wird sehr gezielt werden britische Künstler in die Zange genommen vom BDS, die irgendwo in der Welt auftreten, weil es höchstwahrscheinlich ist, dass die Kommunikation zwischen den Leuten, die in den Ländern arbeiten mit den Künstlern, und dem Management der Künstler oder den Künstlern selber nicht so intensiv sein kann,
weil es eben über drei Ecken geht. Ich sage mal, das ist ein bisschen wie Stille Post spielen. Mhm. Ja. Das ist schon ein sehr perfider Plan. Was mich dabei ein bisschen erstaunt ist, aber vielleicht unterschätze ich da auch so ein bisschen die wirtschaftlichen Aspekte dabei, weil die spielen ja eine Rolle, ne? Weil es geht nicht nur darum, so Kultur zu boykottieren, weil auch das ist ja so, ne? Also wenn man sozusagen israelischen Menschen Kultur vorenthält, ist das ja eine Art von unangenehmen Effekt, den man auch kennt, ne? Der ist aus ganz anderen Gründen, hat er in Südafrika zu einer totalen, also ganz schwierigen kulturellen Situation über Jahrzehnte auch geführt, wo die Künstlerinnen und Künstler total abgeschnitten vom Rest der Welt, gerade in der Musik, vor sich hingewurschtelt haben, ohne wirklich mitzubekommen, was so passiert. Das ist jetzt durch BDS-Aktionen und Israel nicht gleichzusetzen, aber so ein bisschen ist das ja scheinbar die Traumvorstellung des BDS. Das ist die Traumvorstellung, die auch extrem rückwärts gewandt ist. Ja, aber heutzutage kannst du ja einfach einen Stream von irgendeinem Konzert im Internet anschauen. Gut, dann ist BDS wenigstens, was das angeht, noch analog unterwegs. Trotzdem ist Deutschland ja so eine Art Riesenmarkt für Musik, ne? Oder ja, zumindest war das. Der war sehr bedeutsam. Viele Künstler belächeln einander international im Sinne von, du hast es in Deutschland geschafft, erst rein, weil da kann man Geld verdienen. Ist das nicht eigentlich auch was Labels wie Domino Records auf dem Schirm haben müssen, dass so eine Aktion dann für den Dawson auch wirklich und fürs Label finanzielle Probleme schaffen kann? Ja, das ist allerdings nicht so, muss man jetzt ein bisschen weiter ausholen, denn es gibt ja zwei Einkommensquellen von Künstlern. Das eine ist der Erlös aus dem Verkauf ihrer Musik oder dem Gebrauch ihrer Musik und das andere ist eben Ticket-Sales. Und wir sind als Domino, wir haben die Rechte an der Musik, an der aufgenommenen Musik unserer Künstler und das ist das, was wir verkaufen. Wir verkaufen keine Tickets. Es gibt Tourveranstalter, die verkaufen Tickets für die Künstler und insofern ist das nicht was, also die BDS-Sanktionen betreffen uns jetzt nicht, unsere Einnahmen, die wir mit dem Künstler erzielen, sind nicht davon betroffen, denn wir verkaufen die Musik an den Künstler. Und das Problem ist aber, dass Musikverkäufe stetig zurückgehen, beziehungsweise die Erlöse daraus, weil immer weniger Leute physische Tonträger kaufen oder sogar immer weniger Leute digitale Downloads kaufen, sondern immer mehr Leute Musik streamen und die Erlöse aus Streaming einfach noch die Verluste aus den Erlösen von physischen Tonträgern und Downloads nicht aufwiegen. Mhm. Insofern müssen ganz viele Künstler umso mehr touren, um sich mit den Gagen für ihre Live-Auftritte Geld zu verdienen, was sie nicht mit ihrer Musik erlösen. Ja. Insofern ist es noch viel komplexer mit diesen BDS-Boykott-Aufrufen zum Touren, weil das schneidet auch echt ins Budget von Richard Dawson zum Beispiel, der einfach keine Gage jetzt kriegt, dass man okay bezahltes Festival, speist sich unter anderem auch aus öffentlichen Mitteln und den vielen, vielen israelischen Mitteln, ist jetzt ironisch gemeint. Und das ist natürlich schon, die wirtschaftliche Komponente ist nicht zu unterschätzen, weil das ist ein Künstler, der ja auch sonst gerne mal in Deutschland auftritt und dieser ganze BDS-Terz geht ja jetzt auch weiter, denn hier zum Beispiel in Berlin haben sich so einige Clubbetreiber jetzt schon dagegen ausgesprochen, dass sie BDS-Unterstützer bei sich auftreten lassen, ja. Also dieser Konflikt, diese Spaltung der Welt in zwei Lager pro BDS und für BDS, der nimmt ja seinen schrecklichen Verlauf weiter, indem sich jetzt hier Clubbetreiber irgendwie in zwei Lager schlagen. Die einen, die sagen so, ist mir scheißegal, ob der den BDS unterstützt, und die anderen, die sagen, nee, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht Leute hier spielen haben, die auf diese platte Art von politischer Propaganda vom BDS reinfallen und den BDS unterstützen. Also der BDS spaltet, die Künstlerschaft spaltet Leute, die friedlich miteinander in einer Branche arbeiten, irgendwie hetzt sie gegeneinander auf. Das ist genau das, was sie wollen. Dass wir uns jetzt darüber unterhalten, ist auch genau das, was sie wollen. Um dieses Thema weiter publik zu machen und ihre politische Agenda zu erfüllen.